Ach ja, leider ist der Chit-Chat momentan etwas kaputt, aber wir sind ja mal dankbar, dass er überhaupt geht, ne? Kann ich mich eigentlich hier durchglitschen, damit ich sofort weiter kann? Da muss ich ja nicht mit der. Ja, verdammt, geht nicht. Kill mal die Mäuse. Kann man das Wort? Wenn man F5 drückt, ist der Chat tot? Glaube ich nicht. Du musst, wenn du den Chat auspoppst, also du kannst ja unten rechts Pop-out drücken beim Chat, dann sollte er normalerweise immer gleich gehen wieder. Zumindest habe ich das bisher so kennengelernt. Ja, egal, wir müssen wieder zur Äonentor. Ich wollte nur kurz Luigi bewundern. Ein RPG mit dem Wario Bros. Ey, das ist sogar mal eine richtig gute Idee. Warum hat die Nintendo noch keiner gehabt? Wenn man sich das mal gerade bildlich vorstellt, die Geschichte hätte etwas mit illegalem Zeug zu tun. Heißt, Wario und Waluigi wollen vielleicht, was weiß ich, mal kurz. Oh Gott, ich habe gerade das Ausdenken. Wollen vielleicht gerade irgendwo eine Bank ausrauben und werden dann irgendwie so mit einem total irrwitzigen. Oh, warte, das geht hier gar nicht so. In irgendein irrwitziges Abenteuer verstrickt. Das fände ich cool. Das ist eine Idee, über die Nintendo echt nachdenken sollte. Ich kann im Grunde alles in Mathe, muss ich auch können. Ich muss immerhin Leistungslos machen. Die arbeiten im Aufgabenbüro von Roningen da, die werde ich wahrscheinlich auch machen, ja. Einfach weil ja, das toll ist. Nee, also ich würde die Idee nur verhunzen. Wenn, dann sollte das ein anderer machen. Die Idee mit diesem Wario und Waluigi Spiel sollte jemand anderes machen, der auch übers drauf hat. Also ich würde es nur verhunzen. Ich denke, da gibt mir Collector auch recht. So, was haben wir eigentlich hier Schönes? Ach genau, ich kann jetzt ja in den Kampfkeller. In den Duellkerker, ne? Aber ich würde nicht weit kommen. Rein theoretisch, wenn ich alles perfekt blocke, könnte ich natürlich bis nach unten kommen, aber es wäre schwer, überhaupt Schaden zu bauen an manchen Stellen. Du hättest doch dann direkt den Orden für Nagarino holen können, oder nicht? Welchen Orden für Nagarino? Ja klar, ich weiß. Nagarino bekommt man doch ganz anders. Man bekommt Nagarino doch, indem man was nochmal macht. Ich glaube, wenn man irgendeine bestimmte Aufgaben. Ach genau, ja, Nagarino bekommt man für eine bestimmte Aufgabe im Arbeitsbüro. Insofern hat auch keinen großen Sinn, das zu machen. Aber mal weitermachen hier. Ja, schnell wieder hochhalten. It's magic. Da gibt es dann immer so ein tolles Mr. Bean GIF. It's magic. Magic. Ja, aber den Orden in Lukasburg kann ich noch nicht holen. Dafür brauche ich erst noch einen, den Bombenkerl, den Bombard. Und warum bitte Kappa spammen? Was für einen Sinn hätte das denn jetzt? Warum wollt ihr jetzt Kappa spammen? Das gibt mir halt überhaupt keinen Sinn. Schaut doch nur, Mario. Da steht, wo sich das nächste Stellenwerk befindet. Aber ich kann natürlich entziffern. Schlecht. Wir sollten noch Professor Gumpert um Rat fragen. Ist es auch so schwer, eine Karte zu lesen, ne? Dieses. Ich verstehe. Und wo finden wir das jetzt Steinjuwel? Im Wunderwald. Kurz und knapp bündig, finde ich immer gut, wenn das so kurz ist. Ja, wunderbar. Gehen wir halt hin. Das sind die kleinen Kerle da und dann kann man fragen, ob die uns helfen und sowas, ne? Genug von Story. Ja, das wäre aber gut. Wir sollten also früher ins Kerle, ja genau. Früher ins Kerle sein und los geht's. Lass uns gehen, hopp.
Luigi, ich liebe dich. Wenn ich die Folgen hochlade, wahrscheinlich, wenn ich nichts anderes zum Hochladen habe. Wahrscheinlich die nächste Woche, weil wenn ich hiermit fertig bin, habe ich nichts mehr zum Hochladen. Insofern müsste das hier hochgeladen werden. Wobei es eine Zeit lang dauern wird, überhaupt irgendwas hochzuladen. Ich muss ja erst ein bisschen das rendern. Schon wieder der gleiche Kerl. Ja, das hat uns gerade der Kerl gezeigt, dass wir den suchen sollen. Yay, tschüss. Ha, ich habe dich. Jetzt bist du gefressen. Da liegt mein Buchstabe. Fress mich nicht, aber du siehst so lecker aus. Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Ich weiß nicht. Ich stehe mir schon los. Nein, nur eine Folge pro Tag natürlich. Komm, was soll denn das? Und bitte keinen Kopfslock. Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Doch. Wusste ich es doch, ihr fiesen Tierquäler. Mari, mach dem doch leider nicht solche Angst. Das ist wirklich kindisch. Du nennst es kindisch, ich nenne es kapatastisch. Hab keine Angst, ne, wenn ihr nicht so... Wirklich? Puh. Push. Push. Da bin ich erleichtert. Du bist doch sicher aus dem Unterwald. Was machst du dann hier? Was? Woher wisst ihr, woher ich komme? Ha! Bestimmt gehört ihr zu diesen Krugionen und hat mich bisher verfolgt. Was ist aus mit mir? Krugionen? Was soll das sein? Ein Gericht? Wir tun ja nichts. Wirklich, bitte, willst du doch bitte, was du weißt. Ja, das sind Krugionen, die sind in ihren Bäumchen eingedrungen. Und jetzt haben die da einen Sternenjuwel. Ja. Komm, Buma, irgendwas, Alteste, was weiß ich. Ja, wir kommen mit und helfen dir, Kleiner. Er heißt Bubulio nebenbei. Er geht da unten lang und ich kann da nicht lang. Einen Moment noch. Ja, und er macht jetzt was. Yay! Magic. Und weil wir nicht dumm sind, können wir einfach nach links gehen. Und Kopio hängt da unten fest. Ha, Loser. Ein relativ guter Orden. Der hat aber gerade einen hohen Sprung gemacht. Durch diese Rolle klappt man in so einem Wunderwald. Na kommt schon, beeilt euch. Den Ball, wenn wir schon hier dabei sind. Mal gucken, was kann ich denn rausmachen? Power Hour werde ich, glaube ich, brauchen für diesen Ort. Power Sprung ebenfalls. Ich würde den Ausweicher, der braucht nur zwei. Ach, sehr gut, dann mache ich das Tourman nicht zum Fortuna Partner raus. Wobei, warte, nein. Stopp. Ich bin dumm. Ich denke in Paper Mario 1 Logik. Ich werde hier nur blocken. Er konnte nicht blocken. So, nach sehr langer Zeit gehen wir dann doch endlich mal in das zweite Kapitel rein. Kapitel 2. Der Baum der Bubs. Diese Münze war so wundervoll. Wunderbar. Franke, sie ist ein Hund. Okay. Alles schwarz-weiß. Die hatten nur keinen Bock, es zu kolorieren. Sind wir doch ehrlich. Faules Nintendo. Der Wunderwald, ziemlich wundersam, wirklich. Und unser Sternenjuwel befindet sich in irgendeinem großen Baum. Ich frage mich, wo der steht. Wie lange ist das Spiel noch? Ich weiß es wirklich nicht. Sehr lange. Und wenn er steht, dann sehen wir schon den großen Baum. Buma, die Stammälteste und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Dazu gehen wir. Ja, komm, sei ruhig. Das hält keiner, was zu sagen hat. Kann ich hier nicht irgendwas machen? Schade. Pommes Panzer, was hast du? Mein Kunstlehrer würde jetzt sagen, dieser Wald ist Kunst. Na warte, ich habe keine Kunst mehr.
Ja, egal. Hihihi. Na los, an die Arbeit. Ja, genau. Und die streiten sich jetzt darum, dass die jetzt irgendwie total toll sind und sowas. Und dass jetzt die ein... Wie heißt das? Ein Colette gefunden hat. Und sie hat irgendwas Böses gemacht. Und jetzt will halt sie ihr das Colette wegnehmen. Und die eine da bemerkt, dass der Mario ist, den sie ja ausschalten soll, aber in ihrer Rage und ihrem Streit findet sie das nicht. Der Ziegenkrieg geht weiter. Na ja, komm, gehen wir einfach weiter. Warte, kann ich Bäume angreifen? Oh. Sternsplitter, ich wittere einen Sternsplitter. Da drin. Oder Schäfchen. Fallen einfach mal so vom Baum runter, ne? Collier, ah, okay. Ich hätte irgendwas mit Colette im. Koteletten, genau. Irgendwas mit Colette hatte ich noch im Kopf. Nein, Kirks. Und diese dumme Pflanze, ey. Das kriegt mich nimmer. Shit, ich habe keine Items mehr. Jetzt muss ich ja tatsächlich legal kämpfen. Meine Güte. Wo war ich das Maxi-Beben? Ne, das hilft mir für später auf. Kotelette. So, ich mache mal gerade Angriff hier. Way! Wahoo! So, das finde ich nicht sehr hilfreich, weil das brauchen wir erst später. Mache ich dir überhaupt Schaden? Ja, natürlich mache ich Schaden. Er ist groß und fett. Aber nicht mehr lang. Jetzt habe ich den anderen vergessen, verdammt nochmal. Tja, so kann es gehen. Ehrlich, jetzt habe ich nur perverse Idioten in meinem Chat. Ich bitte euch, müsst ihr solche blöden Fragen echt stellen? Ich bin fast tot, da jetzt bräuchte ich den Kampfhutorden schon. Oder der Kampfrausch, was weiß ich, wie der heißt hier. Perverse Barkhaus. Okay, oder Item. Oh, das habe ich gesehen. Natürlich, wenn ich runterlaufe, sieht er mich dann plötzlich. Okay, soweit so gut. Ja, nein, Freunde, finde ich. Du bist ein Spoilerer. Das würde ich aber auch nicht so gerne sehen. It's dinner time. Extra für die Kleinen haben wir sogar Löcher in den Röhren. Da drüben, der große Baum. Meine Tofu-Hentai-Geschichte? Welche Tofu-Hentai-Geschichte? Keine Ahnung, ob die schon gespoilert ist, aber das haben einige schon, andere schon sehr oft getan. Ich glaube, ich muss zuerst da an den Baum, oder? Ich glaube schon, ja. Yay. Yay, wir springen über Schlücken. Schlücken, genau, Lücken meinte ich. It's story time. Großer Baum.
Die Musik hier gefällt mir einigermaßen eigentlich. Ich finde die sehr attraktiv. Sie passt halt zur Atmosphäre, sagen wir es mal gerade so. Und da hinten neben bei den Orden, bei denen ich sehe, das echt schon ein bisschen dämlich. BP Plus. Also ich muss sagen, auch wenn es schon ewig her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe, ich kenne die ganzen Orte doch noch alle relativ gut, muss ich sagen. Also die Geheimnisse und so Mist halt. Was ist denn los? Seht nur, diese Tür, die war hier früher noch nicht. Und sie geht nicht auf. Was sind Spoiler? Spiele? Spoiler sind im Grunde Sachen, es sind im Grunde, ja, ein Spoiler ist etwas, wenn man jemandem schon etwas vom zukünftigen Spielgeschehen des, Preis gibt. Insofern halt, dass dann die Spanne weg ist. Geht nicht auf, der Bach dachte, wir könnten alle retten. Ich glaube, jemand hilft jetzt nicht. Was sollten wir tun? Ja, im Grunde war Kapitel 2 eigentlich wirklich eins der besseren Kapitel, weil man wirklich fast nicht kämpfen musste. Ich bin so eher der Mensch, der nicht gerne kämpft in PMR-Spielen. Ich verstehe, was mir Nintendo hier mitteilen möchte. Seht ihr die geheime Nachricht in diesem Bild? Ich hab's! Bleib stehen, mein Junge, bleib stehen! Bubuma hat lange Zeit von etwas von einem Geheimgang erzählt, der die Innere fühlt. Hier in der Nähe muss er irgendwo sein. Aber wie sollen wir das eigentlich nur finden? Was können wir nur tun? Wenn das so geheim ist, sollen wir den Eingang dann finden. Von dem Eingang ist dieses unsichtbare Ding, das wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir etwas beseitigen, das wir nicht sehen können? Ich hab's! Airona! Das dritte Kapitel mag ich nicht, nein. Ich habe vorhin schon gesagt, wer mein Lieblingscharakter ist, mein Partner. Die Barbara. Ja, wir wollen die Madame Airona jetzt holen. Ganz leise. Ach, der Wald ist wirklich ganz bezaubernd. Hier ein Haus zu bauen war die beste Idee, die ich je hatte. Diese Ruhe, der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Das sieht ja auch gar nicht luxuriös hier aus, ne? Jeder Tag gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mit jedem Tag sehe ich frischer aus, fühle mich jünger. Die kleinen Bubus aus dem Baum sind auch wirklich ganz liebreich. Aber bleibe ich schon noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzerren. Ach, diese schöne Welt des Theaters, wie könnte ich sie je vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei bleibt doch meine Berufung. Aber vor meinem Comeback sollte ich Körper und Geist etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Schockschwere Not ist weg verschwunden, mein Kotelett. Nein, das Kotelett ist doch heiß. Ja, wir springen wieder über die Schluchten. Sprung. A, B. Freunde 64, könntest du jetzt aufhören, diesen nutzlosen Zwerg zu machen? Diese Buchstaben haben nicht so viel Sinn gerade, wenn ich ehrlich bin. Sternsplitter, ich will ihn. Gib ihn mir. Hildegard? Hildegard von Bingen? Warte, kann ich eigentlich da reinspringen? Natürlich geht es nicht. Okay, dann muss ich wohl fliegen lernen jetzt. Aber ich kann ja mal den Klisch versuchen, den mir einer vorhin erzählen wollte.
Ach so, da muss ich ans Ende fliegen, okay. Aber erst einmal möchte ich. Den blauen Knopf, ja, dann mache ich ja jetzt. Ich würde es aber, denke ich, auch ohne den blauen Knopf wohin. Ich würde es auch ohne diesen blauen Knopf hinbekommen, denke ich mir. Doch, das sollte gehen. Ich vertraue meinem Können. Ich denke, dass ich das schaffen könnte. Aber wir wollen es ja nicht schaffen, ne? Mein Orden! Oh Gott, Erdbeben. Erdbeben kann tatsächlich mal hilfreich werden später noch. Eigentlich kann er jetzt schon hilfreich werden. Mal gucken. Zwei Power. Machen wir mal Fortuna Part daraus und tun mir nichts. Dann mache ich den Erdbeben rein. Ah, die sind schnell. Aber wenn da hinten ist ein Sternsplitter, ich muss es schlagen. Geh weg, du Wolke, ich hasse dich. Ha, okay, da ist er drin. Ich wusste, dass deiner ist. Ich wusste es einfach. Es war so klar wie Klosbrühe. Ja, das ist anwesend, ich weiß. Ich kann mich aufladen, hä? Soll ich? Nee, das ist Geldabzockerei. Ist da nicht noch so ein Baum? Ah, ein Wolfpilz, okay. Was? Okay. Ach so, genau. Welche Musik ich höre? Toho-Musik. Hentai-Core. Sehr schön. Jetzt ist bei dir Dinner-Time. Bei mir wird demnächst Dinner-Time sein. Das ist schlecht nämlich, weil dann wird bei mir Dinner-Time sein, wenn ihr alle da seid. Auch durch Erdbeben wird mir in Zukunft noch viel bringen. Vor allem gibt es hier diese Kirks. Die sind sehr schlecht für mich. Gleich kommt ein Boss, jetzt müssen wir gegen Irona kämpfen. Sie ist wütend, weil sie ihr Kotelett verloren hat. Ja, verschwindet. Ja, auf jeden Fall will sie von uns jetzt, dass wir ihr Kotelett zurückholen. Also ihr Collier. Ihr Kotelett. Wir bleiben offiziell bei Kotelett. Und so lange wird sie uns nicht helfen. Ja klar, wir helfen. Wie immer. Es gibt also doch noch Männer. Der Hentai-Handel ist wieder da. Wir haben gerade über Hentai-Core gesprochen. Dominik, ich habe diese Nachricht vorhin schon gelesen und ich finde nichts daran komisch, ja? Auf jeden Fall. Und jetzt bemerkt die hier an, dass Mario da ist. Die hier. Ja, so sieht Mario aus. Sie haben es vorhin gesehen, jetzt sind sie wütend und sowas. Gegen die kämpfen wir auch gleich. Das kann man, denke ich, verstehen. Wir wollen ja auch das Kotelett zurückhaben. Okay. Chicken Krieg. So. Dann wollen wir mal da reingehen. Ich werde mich nicht heilen. Ich werde es auch so schaffen. Ich habe das Maxi-Beben, ich habe das normale Erdbeben. Ich schaffe das schon. Ich glaube, dass mein Controller es schafft. Dieses Spiel ist irgendwie neu. Dieses Spiel ist sehr alt. Paper Mario ist von... Warte, ich gucke kurz nach. Von dem Jahre... das müsste hier irgendwo stehen. Hier bei Mario ist jetzt schon aus dem Jahre 2004, das ist also schon sehr alt. Wie lange ich brauche bis zum nächsten Boss? Stunde vielleicht. Oder eine halbe, ja, dreiviertel Stunde würde ich sagen. Dieses viele Fußgetrappel wegen diesen vielen Leuten, das ist schrecklich. So viel Gegner.
Ja, der, genau, das spawnt der genau in mir rein, ey. Nee, da fliehe ich jetzt. Da fliehe ich jetzt. Oder? Ich kann mein Adbeam mal anwenden. Alles wäre der ganze BP, Alter. Na egal, ich habe ja noch was zu machen. Yay. Man kann Erdbeben also auch taktisch verwenden, indem man zu Bäumen umwälzt, okay? Wenn ich aufhören will, so um 1 Uhr, wie gesagt. Morgen geht es dann weiter. Items war hoch, genau. Die Bühne kann mich ausrauben, ja, ich weiß. Morgen kommt nur Paper Mario 2. Genau wie heute. Ja, genau. Und die haben das Koteletten, deswegen kämpfen wir jetzt. Ja, also geben wir Bescheid, dass wir die Karte wollen und so Mist. Okay, komm, lass uns anfangen. Schatten! Ladies. Schatten, Ladies? Barbara, du dummes Stück. Was schwafelst du da? Schatten, Trio. Trio. Ja, wieder Zickenkrieg und sowas. Und jetzt geht der Kampf wieder los, ne? Na gut. Ja. Ja. Okay. So. Dann mal schauen, ob das funktioniert. Pech für dich, uns das Gegner zu haben. Na, das klappt schon. Na, ihr habt alle halt keinen frei, ne? Ist wohl nur im Süden Deutschlands so. Erdbeben. Und der Baum fällt. Schaden. Es ist relativ schlau, Erdbeben so zu nutzen, muss ich gerade feststellen. Wunderbar. Das Glück fällt mir gerade einfach nur so in die Arme. Wie viel KP hat jedenfalls? Ich glaube 10, oder? Naja, viel lang erleben die auch nicht mehr. Wie ich in Real Life heiße, das hast du gerade erraten. Ah, dann Donner! Oh Gott, reißt es. Es zieht 3 ab. Oh, doch nur 2. Schlecht. Ganz schlecht. Die nächste Runde würde ich nicht überleben. YOLO! Ich wohne in Rheinland-Pfalz. Okay, Konzentration. Okay, hat funktioniert. Ich gewinne. Mi wins. Und tschüss. Burg. Sehr unspektakulärer Gewinn, aber egal. Wir haben dich wohl doch unterschätzt. Naja, was soll's. Tschüss. Oh, jawohl. Mein Kotelett. Dann tschüss. Nein, das PP mal angriffen muss. Oh cool, ich habe sogar eine erschöpft Animation. Sehr interessant. Nein, Gegner. Das überlebe ich nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich wohne in Rheinland-Pfalz, wie oft noch? Das habe ich schon gesagt. Mach mal die Dama, gib mir eure Kraft. Hä? Ach, warte, wo gehe ich denn da hin? Ich muss jetzt zu Aerona. Ich will ja ihr tolles Kotelett zurückgeben. Auf geht's schneller. Wir wollen schnell voran. Es kommen wieder Gegner, ne? Das muss man irgendwie doch drosseln können. Lass mich da rein. Dragon Ball Z habe ich in meinem ganzen Leben nie geschaut. Ich habe nur aus Versehen einmal Dragon Ball Z gucken müssen, weil ich gezwungen wurde.
Ich will Bubul hier runterwerfen. Ah, schade, gehört nicht mehr. Okay. Einfach rüber dann. Wie dieser Glitch funktioniert, weiß ich auch nicht, aber egal. Huch. So, R-Knopf. Okay, also gut, auf zu Iruna. Geben wir ein Kotelett an eine Frau, die dieses Kotelett dann um ihren Hals tragen will. Eine schöne Vorstellung, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich habe mein Kotelett wirklich gefunden. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Kotelett unter die Augen zu treten. Seht ihr das Kotelett vor der Tür und wartet einen Moment. Mario kann keinen Dreispiel, das kann er nur, wenn er Show-Einlage macht. Mein teures Kotelett. Jetzt wird's langweilig. Überdecken, ich will's nicht sehen müssen. Oh, und auch du musst Mario sein, der Retter meines Kotelets. Ach, was für ein verwegener Held. Ich will sie nicht sehen müssen. Diese Wolke. Lass mich in meinen Arm schließen. Oh, und jetzt zeige ich meines Dankes und neuer Dankbarkeit. Ja, komm. Da liegen sie alle.